bei mir kommen die Gäste nicht auf einen heißen Stuhl, sondern auf einen weißen Stuhl. Mal schauen, wer sich reintraut in meinen Fotogarten, wer in Zukunft Gast sein wird. Auf ein Bier, auf eine Runde grillen, auf einen schönen Abend unter Freunden. Ich lasse mich überraschen, lasst euch überraschen. Wir sehen uns. Servus Leute. Ja. Servus. Einen schönen guten Tag aus dem Fotogarten. So, der Volker ist da. Na, wie gesagt, angekündigt, hier kam er im sexy Trikot. Ja. Schön vorbeigeradelt. Ja, der Grill glüht schon. Es geht nach diesen Aufnahmen direkt zum Grill. Da kommt was drauf, dann essen wir was Leckeres. Aber Volker, zur Begrüßung erstmal ein Bier, oder? Unbedingt, ja, also, unbedingt. Das Wetter, die Fahrt macht durstig. Ja, also wie gesagt, Volker ist mein erster Gast hier im Fotogarten. Hey, schön geschüttelt durch die Fahrt. So muss das sein. Also, servus. Willkommen. Ja. Das ist göttlich. Bei dir schmeckt das Bier richtig gut. Ah ja, und? Man muss erzählen, nach 4 Jahren in Köln und 4 Jahre Kölsch, es gibt nichts Besseres als hier in Ureich zu trinken. Also ihr habt es gemerkt, wir sind in der Nähe von Mannheim, von der Brauerei Eichbaum. Das war jetzt der Werbeblock. So, mal gucken, vielleicht kommt der Eichbaum irgendwann mal zu mir und sagt, stellt doch mal noch einen Kasten Bier ins Bild. Ja, wäre schön. Ne? Ja, gut, also. Ich habe mich ja jetzt als Stromer angekündigt. Ne? So. Streunhauer oder als Stromer? Stromer. Er verkauft Strom und kauft Strom. Ja. So, und Stromhandel, inzwischen auch Erdgas. Aber das mache ich nur, um unser gemeinsames Hobby irgendwie zu finanzieren. Seit wann haben wir ein gemeinsames... Ach, das Hobby! Ja, das Hobby! Ja, okay, alles klar. Ja. Und, schon mal wieder geflogen? Oh, herrlich. Ja. Am Sonntag, wenn das Wetter hält, habe ich die nächste Einweisung in eine unserer neuen Maschinen. Oh, schön. Und echt tolle Geschichte. Aber ich muss immer dran denken, das war so toll. Also, wenn ich an dich denke, dann denke ich an unseren Ausflug nach Tannheim. Das ist schon Jahre her. So 6, 7, 8 Jahre bestimmt. Oh ja. Ja, Tankosch, das war gut. Tankosch, das war richtig gut. Ich zeige euch mal da noch ein paar Bilder von Tankosch, damit ihr wisst, was es ist. Na, sonst müssen wir mal wieder die Brille putzen. Ne? So, Helden der Lüfte, ne? Unterwegs in Tannheim. Und ja, also war wieder klasse, das Wetter war super. Im Moment kommt jetzt eine Regenfront, ansonsten ist die Triple Eco nicht angesprungen und wir mussten dann so ein paar Sachen uns einfallen lassen, überhaupt um hierher zu kommen. Aber der Volker, der hat dann hier das alles gemanagt und ja, wir hatten ein paar schöne Stunden in Tannheim und ein paar nette Impressionen, coole Flieger, war klasse. Und jetzt fliegen wir wieder nach Hause. Ja, und was gibt's noch zu sagen? Eigentlich nichts. Viel Spaß bei den schönen Bildern. Ciao, ciao. Was ist das Erste, was du tun wirst? Fliegen macht verdammt durstig. Ah ja, okay. Also das heißt, du trinkst jetzt nach der Show. Ja, erstmal das verdiente Landebierchen. Das ist alles andere bitter und Glück. Ja, Gott in die Welt und wohin die nächsten Reise gehen. Und hab ich zu dir gesagt, du, ich flieg nach Sri Lanka. Ah, ja. So lang ist das her. Ja. Oh mein Gott. Oh ja. Da und waren wir noch jung und attraktiv. Jetzt sind wir nur noch unten. Und die Sonne scheint auch nicht mehr. Ja. Aber Tag. Aber Bier. Ja, genau. Und da hast du mir einen total witzigen Kontakt vermittelt zu deinem Freund, auch so ein Weltenbummler in Sri Lanka. Ach, der Klaus. Der Klaus, ja, genau. Klaus. Genau, und tatsächlich, eine Woche später habe ich Klaus getroffen und habe mit ihm in seinem Bötchen eine kleine Fischtour gemacht. Also stimmt, ihr wart ja dann auf dem Meer fischen. Ja. Mein Gott. So klein ist die Welt. Das war so cool, an Tannen, in dem Abend hast du ihn noch angerufen. Ja, denn der hat sich eine Zeitverschiebung, jetzt müsste bei ihm ja morgens sein. Ja. Und dann müsste es vielleicht schon wach sein.
Stimmt, ja. War toll. Ja, wo wir schon überall rumgesprungen sind. Mhm. Welchen Flieger nimmst du denn dann am Sonntag? Ich bekomme die Einführung in die Diamonds da. In die DR40? Ja. Mhm. Und ja, herrliche Geschichte. Also du denkst bisher immer, du könntest Flugzeuge fliegen, aber ja, das ist komplett neu. Ja. Und die erste Einweisung ging über 3 Stunden, nur um das Triebwerk anzubekommen. Okay. Also die Checkliste ist groß geworden und du arbeitest 68 Items ab, bis du mal den After-Start-Gerät gemacht hast. Aber macht Laune, also sie ist vielversprechend. Ja. Also wenn du damit mal in die Luft kommst und mit gut 300 Sachen, dann bist du mal echt in 1,5 Stunden mal schnell in Österreich oder so. Ja, ja, so ein Zell am See. Ne? Ja, ja. 2 Stunden mal in die Nordsee hoch. Ja, so eine mondäne Apfelschorle irgendwo. Ja. Ich bin am Montag. Echt? Ja, am Montag. Montag. Montagabend um 5. Erster Einweisungsflug auf der DR40. Ah ja, ja, schön. Ja, jetzt aber zu deinem Garten. Also ich war jetzt schon drei Wochen nicht mehr da. Wie ist es geworden? Wie gefällt es dir? Es grünt immer mehr, herrlich. Frische Quaken. Ja, momentan quaken sie nicht. Vorhin bei deiner Ankündigung haben sie gequakt wie Sau. Mhm. Ja, dann, herzlich willkommen in Jürgs Fotogarten. Heute habe ich einen interessanten Gast für... Und jetzt quaken die Frösche wieder ihr Lied dazu. Jungs, haltet mal die Klappe, ihr verscheucht nur die Froschmädels. Interessiert die nicht so. Ihr hört's, ne? So, da beschwert sich gerade einer, versucht lauter zu sein als ich hier. Ja, und deswegen habe ich mir hier jetzt so diese kleine Idylle geschaffen und ich muss jetzt mal die Frösche beruhigen gehen. Mein Gott, sind die heute laut. Ich weiß ja nicht, ob man damit jetzt irgendwelche Froschdamen anlocken kann oder ob man sie eher vertreibt oder für was das gut sein soll. Naja, gut. Schön, aber toll. Jetzt sind sie hier. Gaslampe. Aus Mexiko. Wow. Das ist eine originale Petroleumlampe aus Mexiko. Also wenn wir in Zukunft mal abends was machen, ist die natürlich dann auch unbedingt an. Ja, leuchtet. Und die hat ein Linksgewinde. Warum auch immer. Ja. Wenn man die zudreht, dreht man sie auf. Das ist so. Ja, leider. Nein. Das hat Potenzial. Oh, das hat Potenzial. Der Sommer beginnt ja dann erst am 21. Juni. Es sind alle so richtig wild, wieder rauszukommen. Und wir haben heute den 22. Mai. Ja. Ja. Ah, ist großartig. Ja, ich habe jetzt die Zeit genutzt, in der wir nicht großartig was machen konnten und habe mein Gartenhaus mit einem Solarpanel ausgestattet. Strom. Jawohl. Ja, autark. Ja, autark, Insellösung. Er verdient an mir gar nichts. Nur oder? Ja, das, wenn die Sonne scheint, habe ich Strom und wenn sie untergeht, die Sonne, habe ich immer noch Strom und habe immer eine Batterie eingebaut. Ja. Also richtig autark. Ja, voll romantisch. Kann dir die Welt untergehen, ist ja egal. Jetzt. Ist mir egal, ich habe hier Fische. Nee, Fische sind noch keine im Teich. Nee, aber ich habe hier Strom, ich habe hier Wasser. Und das will man mehr. Apropos Grillen. Apropos Grillen. Schmeißen wir was auf den Grill? Schmeißen wir was drauf. Wir schmeißen was auf den Grill. Wir sehen uns, ja. Ja, Gott. Was sagt man denn so zum Abschluss dann? Damit die Leute einen dann auch wieder. Ich meine, ich will ja, dass die wieder auf den Channel kommen. Ja, jetzt kurz. Also normalerweise sagt man, ja, liked meinen Channel und gebt mir Thumbs up. Genau, das Abo. Genau. Da oben ist. Das Abo, genau. Da unten sind die Likes. Ja, und es wäre schön, wenn wir euch demnächst wieder sehen werden. Und wir wünschen euch noch eine schöne Zeit bis dahin. Viele Grüße aus dem Fotogarten vom Jürgen. Und vom Volker. Ciao. Herzlichen Dank. Das heißt, wir erzählen, wenn man sagt, das ist so geil, weil die nächste von der But mankind won't be destroyed. Jetzt habe ich schon wieder ein paar Dislikes auf dem Kanal, aber das ist so cool. Ja. Dislike oder Like, macht! Es geht ja darum, dass man bei YouTube nach oben kommt. Egal wie. Gute!